Ja, 25 Jahre SEG, lieber Andreas, wir kennen uns schon so lange, dass ich dir auch eine persönliche Frage stellen kann. Wie ist das denn für dich eigentlich, so fernab von den ganzen Projekten, so ein Jubiläum feiern zu dürfen? Ja, das ist in der Tat schon was Besonderes, auch für mich persönlich, weil das, darf ich glaube ich so sagen, die SEG auch ein Stück Lebenswerk irgendwo ist. Ich begleite, ja klar, das ist eine Traumaufgabe, die man als Geschäftsführer der SEG machen darf, zumal wenn man in dieser Stadt geboren ist. Ja, in der eigenen Stadt ein bisschen was bewegen zu dürfen, das kann schon sehr erfüllend sein, glaube ich auch. Das ist nicht immer gleich gut, das kann man sagen, 25 Jahre, es ging mal mehr voran, es hat immer mal gestockt, aber ich glaube, lieber Roland, wenn wir unter dem Strich Bilanz ziehen, dann hat sich wahnsinnig viel bewegt, auch durch die SEG. Und ich glaube, es ist auch gelungen, dass in Wiesbaden nahezu jeder mit den drei Buchstaben SEG, weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist das wirkliche Kapital der SEG. Ohne euch könnten wir das alles nicht leisten, was wir leisten. Menschen, die mit großem Engagement an die Entwicklung der Stadt gehen, und das ist dann vielleicht auch die Gelegenheit, den Kolleginnen und Kollegen in aller Öffentlichkeit herzlich zu danken für den tollen Einsatz. Darf ich auch in deinem Namen, Roland. Andreas, 25 Jahre kennst du natürlich die SEG, selbst wenn du erst seit 21 Jahren dabei bist. Was würdest du denn sagen? Was waren denn tatsächlich vielleicht so große Meilensteine innerhalb dieser Unternehmensgeschichte? Wie hat sich das Unternehmen verändert? Ja, verändert hat sich schon allein aus der Zahl der Projekte. Dietrich, als ich dazu gestoßen bin, gab es ein Projekt, wenn auch ein sehr großes. Dietrich hat dafür gefiebert, das war das Künstlerviertel. Aber das war eigentlich das einzige große Projekt, was die SEG hat. Als Roland dann dazu kam, waren es schon ein paar mehr. Und am heutigen Tage, wenn wir so auf die Liste schauen, wir haben über 100 Projekte, das hat sich da schon sehr verändert, ja. Ja, du hast am Anfang auch gesagt, es gab natürlich nicht nur rosige Zeiten, es gab auch schwierige Zeiten. Herr Stöcklin, was würden Sie denn sagen? Was waren denn so die Herausforderungen für die SEG? Ja, die Herausforderungen sind sicher mannigfaltig. Aber ich glaube, anknüpfend an dem, was Andreas Gundrum gesagt hat, der Wachstumskurs, den wir die letzten Jahre gefahren haben, das ist natürlich erstmal natürlich was sehr Positives, aber es ist ja auch eine Herausforderung. Wie gesagt, ich bin jetzt seit 8 Jahren dabei, immerhin auch ein Drittel der 25 Jahre, fast. Insofern, wenn ich darauf zurückblicke und wir, wie gesagt, seinerzeit angefangen haben, als ich dazu kam, ja, 10, 12 Projekte, heute über 100, seinerzeit um die 25 Vollzeit-Äquivalente, schlimmes Wort, also Mitarbeiter. Und diese Wachstumsschmerzen, die mit so einem Wachstum einhergehen, das ist auch eine riesige Herausforderung. Und ich möchte Sie da jetzt nicht langweilen, aber es ist genau so, wie Andreas Gundrum es gesagt hat. Ohne die Mitarbeiter, die diesen Weg, der ja natürlich auch tatsächlich mit diesem Begriff Wachstumsschmerzen, beschreibst du das wahrscheinlich ganz gut, auch mitgegangen sind, ohne die wäre das so in der Art natürlich nie möglich gewesen. Also das war mit Sicherheit innerhalb und organisatorisch eine echte Herausforderung, und das ist auch kein Geheimnis, da sind wir auch noch nicht am Ende. Keine Sorge, ich will jetzt nicht sagen, dass wir die nächsten 25 Jahre weiter so expandieren, aber es gibt durchaus ein, zwei Projekte, auf die wir sicher auch noch zu sprechen kommen, die vielleicht auch weitere Expansionen verlangen. Ich glaube, Hand in Hand zu arbeiten ist sowieso immer das Beste, was man tun kann, und so macht man es natürlich auch bei der SEG. Herr Mende, Sie sind nach dem plötzlichen Tod von Hans-Martin Kessler ja nicht nur Stadtentwicklungsdezernent, sondern auch der Aufsichtsratsvorsitzende von der SEG. Was würden Sie denn sagen? Wie stolz sind Sie auf Ihre SEG? Ich fange mal mit dem Namen Hans-Martin Kessler an, weil ich sehr dankbar bin, dass Sie die Frage stellen und dass auch Andreas Gundrum an ihn heute noch mal erinnert hat. Weil an einem Tag, finde ich, muss man an Hans-Martin Kessler erinnern, er fehlt. Er fehlt einfach, und sein plötzlicher Tod hat uns alle wirklich tief getroffen, und das merkt man auch an einem solchen Tag, an dem dort viele Projekte zu sehen sind, in denen auch das Herzblut von Hans-Martin Kessler etwas steckt. Und das antwortet dann aber auch schon ein Stück weit auf Ihre Frage, wie stolz wir auf diese SEG sind.
Ich glaube, die Stadtgesellschaft ist sehr stolz auf diese SEG. Wenn wir sie uns hier umgucken, dieses erste riesengroße Konversionsprojekt, was damals begonnen worden ist, das hat die Stadt ja schon sehr verändert. Und die Handschrift der SEG ist in ganz vielen Bereichen der Stadt zu sehen. Wie gesagt, ich habe gerade eben schon mal kurz auf die Pläne hingewiesen, die da vorne sind. Und von uns dreien bin ich jetzt derjenige, der am wenigsten aus seiner Erfahrung schöpfen kann. Aber wenn ich allein die zwei Jahre rückblickend betrachte, die ich mit der SEG zusammengearbeitet habe. Eine unserer ersten Dinge, die wir hatten, war Sportpark Rheinhöhe, als das losging. Dann haben wir den Kaiserhof, dann haben wir das Ostfeld. Da haben wir schon sehr, sehr viele Tage und Stunden, würde ich mal sagen, verbracht, um das möglichst gut hinzukriegen. Aber auch kleinere Projekte wie das neue Verwaltungsgebäude in Sonnenberg. Ich finde es wirklich sehr, sehr angenehm, die vielen Ideen, die aus der SEG kommen. Ja, die sagen, wir haben uns was überlegt. Ja, und zwar manchmal auch ohne, dass man gesagt hat, überlegt euch was, sondern sie kommen einfach und sagen, wir haben uns was überlegt. Und das hat Hand und Fuß, das kann man zum Beispiel bei den Plänen für Nordenstadt sehen, wo wir ja versuchen, auch einen Ersatz zu finden für das Stadtteilzentrum. Und das finde ich ganz toll. Und ich habe mich in diesen zwei Jahren in der Expertise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SEG und natürlich auch der Geschäftsführer immer sicher gefühlt. Das heißt, man bewegt sich auf einem wirklich sicheren Boden und ich schaue in ein paar Gesichter. Wir haben einige Sitzungen zusammen gehabt, wo wir Dinge besprochen haben. Was von da kommt, darauf kann man sich verlassen. Das ist einfach solide, das ist gut vorgearbeitet und insofern kann ich diese Frage, wie stolz sind Sie auf die SEG, nur beantworten. Wir sind sehr stolz als Stadtgesellschaft auf diese wunderbare SEG und wir haben keine Reden heute, haben wir besprochen. Weil in der Rede würde ich jetzt natürlich gratulieren, aber ich tue es trotzdem. Auch wenn keine Rede ist, herzlichen Glückwunsch, liebe SEG, zum 25. Geburtstag. Vielen herzlichen Dank. Tja, Stadtentwicklung, die gab es ja schon im Mittelalter. Und ich glaube, das Herausfordernde tatsächlich an Stadtentwicklung ist, dass sie sich immer neu erfinden muss. Sie muss flexibel sein. Sie muss sich an die neuen Begebenheiten anpassen. Herr Stöcklin, was würden Sie sagen, wie geht die SEG mit dem Wandel der Zeit um? Ja, das hat mal jemand so schön gesagt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Insofern ist das vielleicht auch für Stadtentwicklung genau das richtige Stichwort. Gucken wir uns doch hier um. Jeder kennt den Platz, kennt ihn als Parkplatz. Das war auch notwendig, als hier noch das Einwohnermeldeamt war. War das wichtig, viele Parkplätze zu haben, waren trotzdem immer zu wenige. Und so ist so eine Historie entstanden und man gewöhnt sich daran. Und das ist so das Schlimme in der Stadtentwicklung oder letztlich auch den Anspruch, den man haben muss, darauf zu achten, an was hat man sich gewöhnt und muss es denn unbedingt so sein? Und ich glaube, bleiben wir bei dem Beispiel heute Abend, merkt jeder, welchen Reiz ein solcher Platz hier hat. Also mir ging es zumindest so, als ich die Ausmaße hier das erste Mal ohne Autos gesehen habe, welche wirklich perfekte Proportion hier dahinter steckt und welches Potenzial damit auch in einen solchen Platz schlummert. Jetzt war das sicher nicht ganz ohne Absicht, dass wir hierher gekommen sind. Natürlich des Grundes wegen, weil wir hier die Gründungsgeschichte auch haben. Aber natürlich auch, um einen Anstoß zu setzen, mal drüber nachzudenken, ob dieser Platz nicht genau sowas sein kann und der Bevölkerung, die hier drumherum wohnt, nicht auch solche Aufenthaltsqualitäten bringt. Also das ist mit Sicherheit so etwas, man muss mit der Zeit gehen, ist es denn noch zeitgemäß hier das Ganze mit einem asphaltierten Platz mitten in der Stadt zu haben oder kann man was anderes machen? Gut, Ding will eben auch Weile haben. Herr Mende, was wünschen Sie sich für, was wünschen Sie sich von der SEG in Zukunft? Jetzt ist die Gefahr groß, dass ich mich wiederhole, weil ich glaube, die Wünsche sind deutlich geworden. Also ich wünsche mir weiterhin diese Fachlichkeit, die von der SEG kommt, von der ich vorhin schon gesagt habe, in der man sich wirklich geborgen fühlen kann, dieser Fachlichkeit. Ich wünsche mir weiterhin diese Kreativität, auch das ist angesprochen worden, auch der Mut, mal zu sagen, wir haben eine Idee, wir haben keinen Auftrag gehabt, diese Idee umzusetzen, aber wir steilen es euch mal vor und dann auch noch dafür zu kämpfen. Also nicht nur zu sagen, nach dem Motto, wir legen euch mal was auf den Tisch und sagt ja oder nein und das ist uns wurscht, sondern man merkt eben auch das Herzblut, was da drin ist, wenn solche Planungen kommen und dann ist man mit einem, wir wollen das nicht, kommt man nicht sehr weit. Da sind die Kollegen hartnäckig und auch diese Hartnäckigkeit wünsche ich mir weiterhin. Auch wenn wir uns manchmal aneinander reiben, das ist ja vollkommen unbestritten, das ist im Leben so und trotzdem ist ja das, was ja kreative Prozesse verbessert. Ja, und ich komme selber jedenfalls ganz früh aus einem kreativen Beruf, nämlich aus dem Journalismus und auch
das funktioniert nur, wenn man immer wieder darüber redet, wie man Dinge verbessern kann und wie man aneinander arbeitet. Und das wünsche ich mir weiterhin. Ich wünsche mir weiterhin dieses tolle, kompetente Team, was da arbeitet und viele, viele schöne gemeinsame Projekte. Wir haben einiges vor der Brust, das ist dann auch so. Und dann sagt man so, manchmal wollen wir jetzt wirklich noch was Neues anfangen oder gucken wir nicht erstmal, dass die Dinge, die jetzt laufen, gut zu Ende gebracht werden können. Aber auch das kriegen wir sehr kollegial und gemeinschaftlich geregelt. In die Zukunft wollen wir weiter blicken, Herr Stöcklin. Ich hatte das schon angekündigt. Was sind Ihre Zukunftsprojekte? Ja, ich glaube, wenn man wirklich in die Zukunft blickt, es ging ja gar nicht anders, dass unser Oberbürgermeister das Projekt schon angesprochen hat. Diese Dimension, einen neuen Stadtteil bauen zu dürfen, nicht nur ein Stadtteil für 8.000 bis 12.000 Menschen, sondern ganz nebenbei auch noch einen zentralen Standort für das Bundeskriminalamt, was vielleicht auch mal bis zu 6.000, 7.000 Mitarbeiter beherbergt. Das ist natürlich eine Zukunftsvision. Welches Unternehmen hat schon diese Möglichkeit, ein Projekt quasi akquirieren zu können, begleiten zu können und mit einer Laufzeit, das wird uns die nächsten 20 Jahre beschäftigen. Ganz nebenbei natürlich, da sind wir auch wieder bei den Herausforderungen. Das funktioniert nicht mit dem Personal, was wir jetzt so haben. Die sind ja ausgelastet. Das heißt, das kann auch schon wieder, je nachdem, wie der Immobilienzyklus weitergeht, das können wir über so einen langen Zeitraum ja auch nicht abschätzen, auch wieder einhergehen mit diesem, für dieses Projekt mit 20, 25, 30 Mitarbeitern. Also auch das kann ich ja heute noch nicht genau sagen. Das sind schon Herausforderungen, die da auf uns lauern, aber natürlich auch sehr, sehr, sehr schöne. Weil diese Möglichkeit gab es auch in der Dimension in Wiesbaden die letzten 50 Jahre nicht. Und daran mitwirken zu können, ich glaube, das ist eine Riesenmotivation, natürlich auch auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt für die SEG auch weiter Mitarbeiter akquirieren zu können. Auch an dieser Stelle nochmal in die Runde. Wer Lust hat, in dieses wunderbare Team zu kommen, kann sich jederzeit vertrauensvoll an uns wenden. Und die Arbeit, die wir versprechen können, die ja da auf uns zukommt, die ist großartig und ich glaube, ein schöner Ausblick in die Zukunft. Also mir wird es nicht bange. Kleiner Seitenhieb, wir hören ja immer von der Beteiligungsverwaltung, wie viel Personal wir aufbauen. Wenn ich sehe, was wir in der Pipeline haben, ich wäre froh, wir hätten noch mehr, weil allein das Beispiel Ostfeld zeigt, es könnten sehr viele andere Bereiche wegbrechen und wir hätten immer noch einen Personalbedarf. Also das ist eine sehr schöne Aussicht in die Zukunft und dementsprechend freuen wir uns auf dieses Projekt und viele andere. Tja, lieber Andreas, auch mit dir möchte ich abschließend nochmal in die Zukunft blicken. Ich darf es sagen, wir kennen uns schon so lange, du bist 62. Wirft man da auch schon mal einen Blick auf das berufliche Ende deiner Laufbahn? Wie ist das? Gibt es vielleicht noch Projekte, die du gerne zu Ende bringen möchtest? Gibt es Dinge, wo du sagst, das ist in guten Händen? Wie sieht das aus? Also das mit den 62 hättest du jetzt für dich behalten können. Ich habe mich extra ein bisschen gebräunt, aber... Ich finde, er sieht gut aus. Das ist halt so, man wird älter und klar hat man vor Augen, dass auch irgendwann der Beruf zu Ende ist. Der Oberbürgermeister hat gerade gesagt, wollen wir noch mal was Neues anfangen oder machen wir das Alte erstmal fertig? So habe ich das nicht gesagt. Ja, ich habe es ein bisschen flapsiger gesagt, das kennen Sie ja von mir. Ja. Nein, natürlich wollen wir noch was Neues anfangen. Ich bin gerade in meiner Verantwortung. Wie gesagt, wir teilen uns die Projekte auf dabei, noch mal ein neues, großes innerstädtisches Wohngebiet aufzulegen. Das ist das Gebiet Zweibörn in der Nähe unseres Südfriedhofes. Dort sollen dann 750 Familien neues Zuhause finden. Das ist schon nochmal ein kräftiger Schluck aus der Pulle. Das würde ich gerne in den nächsten Jahren noch auf die Spur bringen, sozusagen, fast wörtlich, den Grundstein dafür legen. Das wäre eine tolle Sache. Und das andere habe ich vorhin gesagt, die Dinge, die angefangen sind, die noch ein bisschen in der Pipeline sind, die möchte ich auch gerne noch im Berufsleben zu Ende bringen. Und dabei sein, wenn das Band in der City-Passage durchgeschnitten wird, ja.